Tell me what you're waiting for. Are you tender? You've got them, you've planted. No ferns, no connections, just high expectations. Time came to overgrow a lover. Ich hätte mir das, glaube ich, niemals zugetraut, irgendein Orchester zu wagen, ob sie mit uns spielen wollen. Aber auf diese Art und Weise, da ist sowieso so eine Verbindung da. Eben aus Thüringen kommen die und ich habe ja in Weimar studiert und ich habe tatsächlich auch schon mal mit einem Teil von den Stüber-Leuten eine Reise durch Holland gemacht, wo wir in Schulen so ein Musikprojekt gemacht haben, auch übergreifend Popmusik und klassische Musik. Die Stüber-Philharmonie macht im Laufe des Jahres verschiedene Projekte, sinfonische Projekte, Kammermusikprojekte und hin und wieder auch mal Crossover-Projekte. Das Besondere an der Stüber-Philharmonie ist, dass wir ein Projektorchester sind, bestehend aus Ehrenamtlichen, und das ist ein großer Freundeskreis, den es mittlerweile seit 19 Jahren gibt. Es ist halt voll die nette Gruppe an Leuten und es macht Spaß und einige der Stücke kriegen plötzlich so eine majestätische Art. Du bist so schön. Du bist so schön. Ich glaube, was ich am faszinierendsten finde, ist, dass man sich einigt. Also, dass es 50 Leute gibt, die gemeinsam ein Stück spielen. Ich finde es irgendwie so einen abgefahrenen Gedanken, dass wir uns alle darauf einigen, okay, ich spiele da eine Note und du spielst da eine Note. So, wir sind so viele Leute, aber wir spielen zusammen ein Lied. Irgendwie ist das schräg. Wir haben ja ein gemachtes Nest. Ne? Wir kommen hier hin und kriegen Noten und spielen unsere Stücke mit Orchester. Und das ist natürlich was sehr, sehr Tolles. Und es gibt Momente, da kriegt man wirklich Gänsehaut, weil 50 Leute einfach einen Klangkörper erzeugen, den man im Quartett oder im Quintett einfach nicht bekommt. Von dem her ein erhebendes Gefühl. So. Ich liebe das, Musik zu machen, und Musik kann bei mir machen, dass ich Ohrenkribbeln kriege, und Musik kann bei mir machen, dass ich flennen muss, und Musik kann bei mir machen, dass ich lachen muss. Das triggert halt so ganz, ganz viele Emotionen bei mir an. Ich habe jetzt gerade an einem Lied gearbeitet, wo ich eine Melodie hatte, die, ne, also ich fand diese Melodie so schön und es fiel mir überhaupt kein Text dazu ein. Und ich habe ein halbes Jahr gewartet oder länger und es kam nichts und kam nichts. Und jetzt habe ich neulich beschlossen, okay, dann schmeiße ich jetzt die Melodie mal raus und guck mal, was passiert, wenn ich da jetzt keine Melodie habe, was dann, ne, also so, ich spiele meine Begleitung mit der Gitarre und guck mal, was dann passiert. Und dann kam eine andere Melodie und es kam sofort ein Text dazu. Ich habe Beulen und dennoch an manchen Stellen sehe ich auch noch ganz gut aus. Ich habe Sand im Getriebe und dir zuliebe pule ich auch noch das letzte Korn raus. Oh doch. Das geht, nichts ist zu spät. Solange wir leben, will ich geben, was ich habe. Sie möchte keine plumpen Wörter benutzen, sie möchte keine Floskeln benutzen. Sie sucht einfach, bis sie das spürt, dass das jetzt die richtigen Worte sind. So. Ich krieg's jetzt über Jahre mit, ist auch manchmal so ein Prozess, wo man denkt, komm mal in die Puschen so, und mach das jetzt mal fertig. Aber manchmal dauert es halt ein Jahr, ne? Bis ein Stück dann letztendlich seinen Text bekommen hat. Hält dein Herz die Nähe aus oder bin ich dir zu nah? Tatsächlich habe ich angefangen zu schreiben, weil ich gerne einem Publikum was vorspielen wollte. Als ich in Schweden für ein halbes Jahr gelebt habe, bin ich bei einer offenen Bühne gewesen, habe gesehen, dass Leute jeweils zwei Lieder gespielt haben auf der Bühne, und dann habe ich gedacht, ich möchte ja auch spielen, ich möchte auch den Leuten was vorspielen. Und wenn ich selber schreibe, klar geht mir dann auch durch den Kopf, dass das verständlich sein soll, was ich da mache. Also ich bin, glaube ich, selten so assoziativ, dass ich so denke, ja, aber ich weiß ja, was es bedeutet, das braucht kein anderer verstehen. Wenn wir eine Musik schreiben, auf die Aline singt, und es kommt ein englischer Text bei raus, dann hat das einen Grund. Und dann passt es zum Stück und dann passt Deutsch vielleicht in ihren Ohren nicht. Das ist alles sehr natürlich und sehr organisch gewachsen und ohne viel strategische Hintergedanken. Take another look around and effort deciphering the nature of your expectations. Though you've lost your patience, digs made into the ground and tear out, which casting a shadow on hopes and temptations. Your savage plantations you're holding, a seed that might grow. Ich glaube, was ich am schönsten finde an Feedback,
was ich kriege, ist, wenn Leute das Gefühl haben, dass sie in den Liedern etwas ausgedrückt sehen, was sie selber nicht ausdrücken konnten. Also ich habe es gibt Leute, die mir Briefe schreiben, die sagen, du, was du da in dem Lied beschreibst, das wollte ich immer schon so sagen, aber ich habe einfach nicht die Worte dafür gehabt. Oder wenn Leute sagen, dass es ihnen geholfen hat, in einer schweren Zeit über diese schwere Zeit rüberzukommen. Also das heißt, wenn die Lieder Trost spenden oder wenn die Lieder machen, dass sich Leute wohler fühlen, dann bin ich schon ganz glücklich. Es gibt schon so eine kleine Hierarchie. Gibt's. Merlin ist immer die treibende Kraft und immer die treibende Kraft gewesen. Wir haben uns irgendwann aber auch dafür entschieden, dass es gewisse Dinge gibt, die jeder gut kann oder besser kann als der andere. Und das heißt, organisatorische Sachen macht der eine. Aline ist halt so, Aline ist oft einfach für diesen Spirit verantwortlich. Tell me what you're waiting for, you tender. Your garden you've planted. No ferns, no carnations, just high expectations. Für die manchmal so ein bisschen stur, wenn ich dann sage, nö, da fällt mir nichts zu ein, da kann ich nichts zu singen, das können wir nicht machen. Aber ist halt meine Technik, dann auszulesen, okay, das gefällt mir gut, damit möchte ich gerne weiterarbeiten, dann machen wir ein Lied raus. Ist unfair ein bisschen natürlich, ne? So dass ich sage, ja, bringt eure Ideen ein, ach schön, das mag ich gerne, nee, okay, die Idee kommt nicht rein. Wenn Aline keine Lust hat oder irgendwas nicht empfindet, dann wird es auch nicht passieren. Philipp ist einfach wahnsinnig gut in der Probenarbeit, in musikalischen Gestaltungsmöglichkeiten. Philipp ist immer so ein bisschen der Übersetzer von den Hirngespinsten, die in Alines Kopf rumgehen. Philipp kann das dann gut umsetzen. Und es hat schon jeder so seinen Aufgabenbereich. Aber im Großen und Ganzen, klar, wenn Aline irgendwie sagt, nee, das irgendwie nicht, dann macht es nicht so viel Sinn, das irgendwie durchzuboxen. Und ich bleibe stumm und ich frag mich warum, wo der Haken liegt, ist mir nicht klar. Eigentlich finde ich dich ganz wunderbar. Ja, ich merke, ich bin von dir entzückt, solang mich die Nähe nicht erdrückt. Es passiert mir auf jeden Fall, dass ich auf einer Bühne bin und mich peinlich fühle oder sowas. Also für alles möglich, was ich so sage. Aber ich glaube, ich habe trotzdem einfach so eine Lust, auf der Bühne zu stehen und Lieder zu singen, dass ich das so hinnehme, dass ich mich halt dann manchmal peinlich fühle dabei. Aline hat so eine Ausstrahlung, so eine Bühnenpräsenz, die ist einfach da. Und die hat sie sich, glaube ich, auch nicht sonderlich antrainiert, die... Irgendwie ist diese Ausstrahlung einfach vorhanden. Sie war nie wegzufallen, doch mit dir will ich da. Was ich hab. Ich höre meine eigene Musik nicht. Also beziehungsweise manchmal hört man da irgendwie rein und guckt sich so an, was man damals so gemacht hat. Aber das ist tatsächlich dann eher so aus analytischen Gründen und auch nicht alleine. Musik, die ich selber gerne höre, ist... Zum Beispiel Debussy mag ich sehr, sehr gerne, kann ich sehr viel von hören. Dann gibt es von Ravel ein Streichquartett in F-Dur und dieser zweite Teil ist wunderschön. Ich befasse mich aber auch echt zu wenig mit aktueller Musik, also ich höre kein Radio. Ja, eben mache mich auch nicht schlau im Internet, was gerade so in ist. Womit ich mich schon befasse, ist die weibliche Singer-Songwriter-Szene in Deutschland, weil das ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt. Es gibt echt ziemlich viele Singer-Songwriter-Frauen und im Moment noch nicht so viele von denen, die so richtig erfolgreich damit werden. Das ist sowas, was mich gerade echt so ein bisschen wurmt, dass es ziemlich viele Männer gibt in dem Segment, die so richtig groß werden und erfolgreich werden, aber das von den Frauen so, zumindest weiß ich noch nicht davon. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nicht auf dem gleichen Level mitspielen dürfen im Moment. Deine Liebe bringt mich in Bedrängnis. Irgendwie fehlt uns dann noch der Kniff, um uns aus dem Schattengewächs-Dasein heraus zu katapultieren. Was ich als Ausweg sehe, sind alles Lügen. Oh, 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 oh. Einer will immer mehr, einer will immer mehr. Und keiner will mich so sehr wie du. Slapstick. Mann, ich komm zu hoch.